du willst investieren, nur in Crossair. Und in den Teil von Swissair, wo der neue Crossair für den Flugbetrieb braucht. Da muss ich Ihnen jetzt aber deutsch und deutlich sagen, Herr Prader, dass wenn es nicht möglich ist, den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten, dann ist das für das Image von der neuen Airline äußerst nachteilig. Ja, aber Sie gehen ja morgen nachlassstundig bekannt, eben sogar könnten wir das Geld verbrennen. Nein, der Flugbetrieb muss aufrechterhalten werden. Kollege Prader, das Problem kann einfach gelöst werden. Zahlen Sie einen fairen Kaufpreis. Crossair ist massiv mehr wert als 250 Millionen. Und das wissen Sie genau. Kollege Bottmer, ich spiele nicht den ganzen Abend mit Ihnen türkischen Basals. Angebot ist Ihnen bekannt. Jetzt wird nicht mehr verhandelt. Jetzt hey, endlich schnorren. Das Geld langt aber nie hin. Muss es auch nicht. Für den Flugbetrieb darf das Geld aber jetzt nur noch bis zum 3. Oktober gebraucht werden. Das ist ja erpressig. Und wie soll es noch weitergehen? Treffen Sie weitere Massnahmen? Alberto, vergiss den Vertrag. Du bist stellvertretender Präsident. Du bist nicht mehr bei Nestlé. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Alberto? 20 Jahre! Mario, du verwechselst Person und Amt. Ich habe gedacht, mein Pflegekontakt, für wenn es mal regnet. Es gibt erst Geld, wenn der Aktienkaufvertrag unterschrieben ist. Und das ist angeblich nicht vor 14 Uhr. Warum zwei gibt's nicht? Nun ja, verlass dich auf andere und du bist verlassen. Ja, herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, Gottes reichen Segen. Und herzlich willkommen für alle anderen, die jetzt zuschauen bei einer weiteren Folge Momente im Leben. Und heute geht es um eine sehr, sehr wichtige Frage, die mir sehr oft gestellt wird von Atheisten, sei es in der Gemeinde oder sei es beim Missionieren. Und die Frage lautet, sie sagen dann immer, wo war denn dein Gott? Ja, Fragezeichen, ja. Quasi, wo war dein Gott, als es mir schlecht ging? Oder wo war dein Gott, als ich ihn am meisten in meinem Leben gebraucht hätte? Nun, ich antworte dann immer mit Gottesfinsternis und dann schauen sie mich so an, warum redet er jetzt von Gottesfinsternis? Und genau das möchte ich euch heute jetzt in diesem Video erklären. Nun, Gottesfinsternis, ich sage es einmal so, wir Menschen, ja, wir verlassen uns ja vollumfänglich, hundertprozentig auf das weltliche System. Und was bedeutet das? Nun, das bedeutet ganz klar, wenn wir ein Haus haben und es brennt ab, dann sagen wir, Pech gewesen, ein Umtrieb, aber wir haben ja eine Hausratsversicherung und können uns mit dieser Hausratversicherung wieder ein neues Haus bauen, ohne einen großen Verlust zu haben. Oder wir haben eine Autoversicherung, wenn wir einen Autounfall bauen, ja, dann bekommen wir wieder ein niegelnagelneues Auto oder das Auto nach diesem Wert, den du das ja versichert hast. Oder eben, wenn wir krank sind, ja, dann können wir jederzeit zum Arzt gehen. Ja, die Krankenkasse bezahlt ja den Arztuntersuch, bezahlt auch die Medikamente. Wir können in den Spital gehen, Notfall gehen. Ja, wir verlassen uns aufs System und sagen, schau mal, wenn ich krank bin, dann ja, gehe ich zum Arzt, denn die Arztkosten werden ja getragen von der Krankenkasse. Und es geht natürlich noch weiter. Und wenn wir sagen, oh, jetzt habe ich heute den Job verloren, ja, was soll's? Ja, dann gehe ich halt aufs Arbeitsamt stempeln. Dann bekomme ich da, je nachdem, ob ich verheiratet bin oder nicht, bekomme ich 70% oder 80% meines letzten Lohnes. Ja, dieses System ist wirklich schön. Und wenn ich jetzt leider keine Arbeit gefunden habe und der Termin vom Stempeln abgelaufen ist, ja, dann kann ich ja immer noch aufs Sozialamt gehen und ich werde nicht verhungern oder nicht verdursten, denn das soziale Netz wird mich stützen. Und genau das nennen wir Gottesfinsternis. Denn wir Christen, wir sind natürlich auch froh, dass so ein System in Europa ist, ja? Aber wir vertrauen nicht auf dieses weltliche System, sondern wir vertrauen voll und ganz unserem Herrn Jesus Christus. Denn ihr werdet noch in diesem Video sehen, wenn ihr euch auf dieses weltliche System verlasst und ihr seht jetzt schon in ganz Europa, dass dieses System am Wackeln ist, denn ein Land ohne Bibel ist hoffnungslos und ratlos verloren. Und wir Christen, ja, wir vertrauen unser Leben vollumfänglich Gott. Denn wenn dieses System einmal, heute auf morgen kann das passieren, zusammenfällt, was hast du dann noch? Wenn du unseren Herrn Jesus Christus nicht hast, dann hast du gar nichts mehr und bist hoffnungslos und ratlos verloren. Aber wir Christen, wir haben unseren Herrn Jesus Christus, wir haben Gott und Gott wird uns nicht verhungern lassen und Gott wird uns auch nicht verdursten lassen. Ja? Nein, Gott wird uns helfen und wir müssen uns nicht auf dieses System verlassen. Ja? Wir haben Gott, wir vertrauen Gott. Und darum sage ich Gottesfinsternis, denn diese Menschen, die Gott nicht suchen, ja, sagt sich Gott, ihr wollt mich nicht, ja, du willst mich nicht in deinem Leben haben, du vertraust diesem weltlichen System, ja, Gott ist ein Gentleman, dann geht Gott, ja.
dann geht Gott. Ganz einfach. Wenn ihr sagt, ihr wollt Gott nicht, dann geht Gott. Ja? Aber Gott ist immer bei dir. Er schaut, was du tust. Und er ruft immer nach dir. Und er ruft und sagt, kehr um, komm wieder zurück in meine liebenden Armen. Das ist so, so wichtig. Ja? Und darum rede ich von Gottes Finsternis. Denn Gott, er ist da und er ruft dich. Aber wenn du dich auf oder total auf das weltliche System verlässt, ja, dann sagt Gott, okay, dann haben wir Gottes Finsternis. Ich bin zwar da, aber du hast mit mir keine enge Liebesbeziehung, ja. Aber er sieht dich, ja. Und er möchte dir damit zeigen, verlass dich nicht auf Menschen. Denn verlass dich auf Menschen und du bist verlassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Schluss, Freunde, ihr werdet das noch im Video sehen. Es ist zwar ein Flugzeugbeispiel, Grounding, das wisst ihr, aber genau so wird es ungefähr ablaufen, wenn in Europa, ja, das ganze System, ja, das ihr ja so liebt, wo ihr euch jeden Tag stützt, nämlich zusammenfliegt. Und dieses Zusammenfliegen, ja, das wird eben von Menschen wie du und ich bestimmen, ja. Und ich sage immer, das Ziel des Teufels ist es, die Wahrheit niederzuhalten. Die Wahrheit darf nie aufkommen, ja? Und das Ziel des Teufels ist, dass ihr in euren Sünden stirbt. Denn es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dafür ist unser Herr Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben, damit wir wieder ewiges Leben bekommen, damit wir wieder Frieden machen können mit Gott. Und was ganz wichtig ist, dass alle unsere Sünden vergeben sind. Jesus Christus hat am Kreuz alle unsere Sünden getragen, damit wir wieder zu Gott zurückkehren können, damit wir wieder zu Gott und Gott ist Leben wieder zurückkehren können. Und darum ist es sehr, sehr wichtig. Und ich sage immer und ich weiß, es ist jetzt wirklich hart, aber wer Jesus Christus nicht als seinen Erlöser hat, der wird in seinen Sünden sterben. Nun ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gepriesen sei Gott, der Herr. Amen. Ja? Gehen Sie mit Herrn Prater, bitte. Herr Corti für Sie. Haben Sie den Fax gesehen, Herr Corti? Wir brauchen Ihre Vollmacht. Herr Prater, es geht jetzt nicht mehr um Verträge. Es geht jetzt auch nicht mehr um Grosser und um Zwisser. Und es geht jetzt nicht mehr um Sie und um mich. Wenn wir in der nächsten Viertelstunde kein Geld überweisen können, dann ist alles vorbei. Herr Corti, es werden Sie nicht auch noch dramatisch. Doch, es geht um die Schweizer Luftfahrt. Um das Ansehen von dem Land auf der ganzen Welt. Herr Prater, ich bitte Sie, ich flehe Sie an. Lassen Sie uns jetzt bitte nicht hängen. Schicken Sie mir den Fax, dann kriegen Sie auch Ihr Geld. Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nur 5'000 auszahlen. Was? Auf diesen Konten liegen 125'000! Ja, ich weiss. Aber Depositenkonten von unserer Betriebssparkasse sind von der Grossbank gesperrt worden. Verdammt noch einmal, das ist ehrlich verdientes Geld! Und in irgendeinem Kollo aus Drogengeschäft! Ich will sofort mit dem Flückiger reden. Das ist ein guter Freund von mir. Der Flückiger hat jetzt keine Zeit. Wenn Sie bitte den Schalter jetzt freigeben würden. Saubande! Herr Flückiger! Herr Flückiger! Herr Flückiger! Herr Flückiger! Herr Flückiger! Herr Flückiger! Flückiger! Herr Und wenn Sie jetzt starten, wird es unweigerlich zu Überstunden kommen und damit zu Verletzungen von der Flight Duty Regulation. Ja, dann tauschen Sie die Crews aus! Herr Benwald, ich rede doch nicht noch von Zürich. Die Crews, die im Ausland auf einen Rückflug warten, können nicht austauscht werden. Herr Gott, wir können den Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht mehr viel länger aufrechterhalten. Ja, warte mal. Und? Grosser hat einen mangelhaften 18-Buch-Eintrag gefaxt. Und wir suchen immer noch Ihren Verwaltungsrat. Wann ist mit Unterzeichnung vom Vertrag zu rechnen? Nicht vor der 5. Herr Brennwald, stellen Sie den Flugbetrieb für das Swissair ein.